Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Mittwoch wieder dabei seid. Kone zu den Bayern, die Gespräche mit Kamada laufen und Gladbachs großer Umbruch 2024. Auch im Sommer geht's wieder heiß her und wird krachen. Das und vieles mehr in der heutigen Folge und es ist Derby-Woche. Es gibt wieder was gut zu machen, sage ich so, wie es ist nach dem Hinspiel. Es wird Zeit für den Derby-Sieg und 50% der Zuschauer hier haben auch was gut zu machen, haben noch nicht abonniert und Daumen und Kommentar können alle schreiben. Das machen wir heute, das holen wir heute nach. Und ich würde sagen, starten wir jetzt rein. Und es gibt einen guten Artikel von Fußball.News, der den Umbruch von Borussia einmal beschreibt, bevor wir dann zu den aktuellen News kommen. Also Kone, da plant man so 25 bis 35 Millionen Euro ein bei einem Transfer. Und unsere Stärke war immer, wenn wir so Transfers machen, den Kader in der Breite zu verstärken, auf vielen Positionen, nicht nur spezifisch auf der einen. Viele schießen sich aktuell auf Kone ein. Kann ich mehr, kann ich weniger verstehen. Ich finde, man sieht einfach seine individuelle Fußballqualität. Das muss man schon einfach so sagen. Und ich glaube auch, dass Manu Kone einen sehr, sehr großen Markt hat und dass da 25 bis 35 Millionen doch sehr realistisch sind bei 2 Jahren Vertragslaufzeit. Und dann schauen wir mal im Sommer. Wichtig wird halt sein, dass du dich darauf nicht einschießt, sondern vorher schon deine Hausaufgaben machst, ne, bei der Ablöse, weil wir brauchen neue Spieler, wir brauchen noch mehr Qualität. Als Abgangskandidaten werden zu unter anderem Skelly, Elvedi, Itakura angeführt. Bei Skelly muss man mal abwarten, wie die weitere Entwicklung ist. Elvedi und Itakura haben wohl dem Vernehmen nach Ausstiegsklauseln. Bei Elvedi wissen wir alle, der hat Pini Sahavi als Berater. Itakura, ja, muss man mal gucken, was da alles passiert. Vielleicht brauchen wir auch einfach mal einen Umbruch in der Defensive, ne? Andere Typen, weil wir wissen alle, wir kriegen die Hütte regelmäßig immer voll. Und vielleicht brauchst du auch einfach mal andere Typen und auch in der Defensive einen Umbruch, auch wenn ich die genannten Spieler alle mag. Das kann schon gut sein, dass wir da in der Defensive einen guten Umbruch bekommen. Und dann stellt sich auch die Personalie Player, dazu kommen wir aber gleich noch, weil aktuell werden sehr, sehr viele offensive Mittelfeldspieler gehandelt. Kamada sollen die Gespräche laufen. Ein Hartl könnte sich theoretisch einen Wechsel zu uns vorstellen. Und dann Jordan und Wöber sollen insgesamt nach dem Artikel 15 Millionen kosten. Ich glaube, im Wöber wirst du nicht für 10 bekommen. Bei Jordan ist die Ablöse von 5 um die 5 Millionen ja fest. Und es soll ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, ein Kreativspieler und ein dribbelstarker Profi kommen. Im Endeffekt brauchst du dann auch noch neue Innenverteidiger. Also Rida, Yashari, Kamada, Saint-Just und Asano würde ich einfach mal verpflichten. Rollo, guck dir die Folge hier an. Und dann einfach verpflichten, das geht dann gut, dann spielen wir in ein paar Jahren wieder in Europa und Sippel, Hermann, Janschke, die Personalien gilt es auch noch zu klären. Und wie schon angedeutet, die Gespräche mit Kamada laufen laut Sky und Borussia Mönchengladbach, die ersten Gespräche soll es gegeben haben, aber vor April ist da erstmal nicht mit zu rechnen, dass es sehr, sehr heiß wird und dass der Deal dann geclosed wird sozusagen. Aber Kamada ist halt schon ein Spieler, der sehr, sehr stark auch auf der Player-Position von diesem Jahr spielen kann. Und da sind wir auch schon beim Thema Alassane Player und die Frage gebe ich mal in die Runde. Player spielt eine sehr, sehr starke Saison bis jetzt, leider etwas länger verletzt, wird auch noch die Länderspielpause ausfallen und dann Ende März wieder zur Verfügung stehen. Aber spielt eine gute Saison. Es gab immer mal wieder Abgangsgerüchte um Alassane Player, dass er eventuell wieder zurück nach Frankreich geht. Ausstiegsklausel soll er wohl auch haben, um die 10 Millionen. Da stellt sich dann die Frage, fülle ich den Kader mit einem Kamada und Hartl auf und lasse dann Player, der jetzt in ein paar Tagen 31 wird, für 10 Millionen am Saisonende ziehen? Ist, glaube ich, für einen 31-Jährigen dann auch kein schlechter Deal mehr, wenn das gezahlt wird. Wie gesagt, Alassane Player ist schon aktuell unser Unterschiedsspieler. Da würde ich die Frage mal an euch weitergeben, wie ihr die Sache mit Player sehen würdet. Und Gladbach Live hat berichtet, das sind immer sehr, sehr windige News. Teilweise muss man schon sagen, dass Kone bei Bayern im Gespräch ist. Eberl hat da Auge drauf gelegt. Wie gesagt, ich habe alles zu Kone gesagt. Ich halte ihn für einen fantastischen Fußballer. Manchmal fehlt vielleicht noch so ein Tick, so dieses letzte, ich gebe jetzt nochmal den letzten Meter, um dann wirklich noch ein Tor zu machen, noch eine Torvorbereitung zu machen. Wenn wir den Fußball spielen sehen und er gut drauf ist, gehen uns, glaube ich, alle in das Herz auf. Das muss man einfach so sagen. Ich mag Manu Kone, ich finde ihn ein geiler Kicker.
Und ja, man sollte schon versuchen, die 30 Millionen zu bekommen, irgendwie bei 2 Jahren ohne Ausstiegsklausel. Kapitän von der U21 in Frankreich. Ja, ich finde, ich bleibe dabei. Viele sehen es kritischer, sehen noch nicht mal 15 Millionen. Ich glaube, wir werden da schon eine gute Ablöse generieren können. Dann kommen wir noch zu Patrick Herrmann. Es könnte seine letzte Saison sein. Er merkt langsam auch die Verletzung, beziehungsweise die er schon hatte in seiner Karriere, in seinem Körper. Aber ausgeschlossen ist da noch nichts. Sein Traum ist natürlich auch noch das Pokalfinale in Berlin. Alles in Schwarz-Weiß-Grün. Das wäre natürlich ein absoluter Traum, auch für Patrick Herrmann, dann vielleicht sogar noch mit dem Pokalsieg seine Karriere zu beenden. Das wäre der absolute Wahnsinn. Dafür müssen wir aber erstmal Saarbrücken und Kaiserslautern, genau, die gilt es dann zu schlagen. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie es mit Patrick Herrmann weitergeht. Da ist dann halt die Frage, gebe ich die Kaderposition frei für jemanden, Borges Sanchez etc., oder sage ich, ich gebe Patrick Herrmann nochmal einen Vertrag über ein Jahr, weil er wichtig fürs Teamgefüge ist. Verletzt ist er ja eigentlich selten. Das sieht bei Toni Janschke dann anders aus, der jetzt in dieser Saison schon öfters mal kleinere Verletzungen hatte. Sippel muss man auch mal gucken, wie die Torwartsituation sich da entwickelt. Viele, viele Fragezeichen im Sommer und wir werden einiges erleben. Und am Wochenende ist es dann wieder soweit, das Derby steht an und der FIRW die extra Motivation. Ich hoffe, sie lassen dem Wort noch Taten folgen. Wir haben das Derby in der Hinrunde erlebt. Das war so mit der Tiefpunkt, fände ich, in dieser Saison. Danach ging es aufwärts. Hoffen wir mal, dass wir jetzt das Derby entscheiden. Und ich glaube, dass Rocco Reitz auf jeden Fall in der Startelf stehen wird. Den Fehler wird Seoane hoffentlich nicht nochmal machen. Und kurz zur Personallage. Thomas Schwanscherer und auch Alassane Player werden weiterhin ausfallen. Da ist aber mit einer Rückkehr nach der Länderspielpause, jetzt geht es noch ins Derby, dann kommt fahren wir nach Heidenheim und dann ist, glaube ich, ja, 2 Wochen Länderspielpause und dann geht es im Heimspiel gegen Freiburg und da könnten die beiden dann wieder voll mithelfen, um uns noch den einstelligen Tabellenplatz in dieser Saison zu bescheren. Das muss aus meiner Sicht schon das Ziel sein. Das ist auch möglich mit einer konstanten Rückrunde. Warten wir es mal ab und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt zu dieser Folge. Es hat mir wie immer riesen viel Spaß gemacht und ja, wir hören uns, glaube ich, Freitag gibt es nochmal eine Folge und am Samstag zum Livestream und jetzt macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.